Noch ein Trainingsgerät, was Sie praktisch immer dabei haben, sollten Sie unbedingt verwenden, nämlich Ihr Smartphone. Die können heutzutage, wir sind im Jahr 2016, 240 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Und da kann man wunderbar sehen, was man im Golfschwung genau macht. Idealerweise benutzen Sie ein Stativ. Die Kamera darf nicht zu nah oder zu weit weg sein. Das heißt, Sie müssten formatfüllend im Bild sein, sowohl von vorne als auch von der Seite. So weit wegstellen, dass Sie hier wirklich auch alles sehen. Den Schläger im höchsten Punkt des Ausholens, den Ball. Natürlich auch die Schlagfläche unten beim Ansetzen, damit Sie auch Ihren Griff erkennen können. Die Kamera muss immer genau auf Höhe der Hände sein. Das heißt, sowohl horizontal als auch vertikal sollte die Kamera genau auf Höhe der Hände sein, auf einem Stativ. Wenn man einen Schläger perfekt wegbewegt, sodass der praktisch parallel zur Ballziellinie ist, wenn er parallel zum Boden ist und dann die Kamera zu viel dort steht, dann sieht der Schläger eher so aus, also wirkt flacher, als er eigentlich ist. Und wenn die Kamera zu weit hinten steht, dann wirkt der Schläger umgekehrt steiler, als er wirklich ist. Also diese Position ist schon wichtig. Und dann sollten Sie mit dem Stativ auch noch mal näher rankommen. Eventuell können Sie es ein bisschen höher stellen. Und dann machen Sie noch mal eine Aufnahme vom höchsten Punkt des Ausholens. Und zwar eine Nahaufnahme von diesem Bereich, dass man eben die Unterarme, Handgelenke und die Schlagfläche erkennen kann. Und dann wird es Ihnen einfacher fallen, Ihre jeweiligen Fehlschläge in Bezug zu setzen zu dem, was Sie vielleicht im Golfschwung machen und dann der Sache eben mehr auf die Spur zu kommen.